Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wie ihr seht, sind wir an einem ganz neuen Gelände von den Radon Test Days am Flowtrail Siegen vom MTB Siegerland. Wir nehmen euch heute so ein bisschen mit, zeigen euch, was hier so abgeht, gehen auch gleich noch zum Whip-Off Contest und fahren natürlich auch mal ein Bike von Radon Probe, ist ja klar. Viel Spaß beim Video. So, hinter mir seht ihr den Stand einmal vom MTB Siegerland, wo ihr Mitglied werden könnt. Da ist auch der Treffpunkt für die Tour, wo man so eine Kennenlernrunde fahren kann, geguided tatsächlich, so dass ihr auf jeden Fall nicht irgendwie irgendwas dort drüber springt und am Ende sonst wo landet. Außerdem natürlich der berühmte Food Corner vom MTB Siegerland. Da könnt ihr essen, trinken, alles was das Herz begehrt, und direkt gegenüber ist der Stand von Radon. So, hier seht ihr den Stand von Radon. Viele, viele Bikes sind gerade unterwegs. Da ist irgendwie gerade nicht mehr so viel da und ich muss gleich noch irgendwie ein Rad bekommen, weil ich habe es nicht mehr geschafft, das Render zu laden. Und mit dem Swoop bergauf wollte ich jetzt auch nicht. Wenn jetzt das Wetter schön wäre, dann könnten wir sogar einfach hier ein bisschen chillen. Also ich finde immer die Atmosphäre einfach hier super schön. Wir sind jetzt noch super früh da. Das Festival oder Testival läuft jetzt gerade seit 45 Minuten. Und trotzdem sind so viele Bikes unterwegs. Ich wundere mich. Aber egal, wir gucken jetzt auf jeden Fall mal, ob ich irgendwie mir ein Fahrrad organisiert bekomme. Und dann würde ich sagen, drehen wir mal eine Runde, bevor es anfängt zu regnen. Das ist nämlich meine größte Sorge. Oh, das ist doch super. Ich mache einfach mit. Wie geht das Spiel? Dein Fuß auf den Boden holen. Ja. Okay. Bis zu dem Gullideckel, da ist eine Linie. Okay. Und dann musst du versuchen, halt als letztes übrig zu bleiben. Okay. Oh, Jonas. Ja. Der ist sehr energisch. Oh Gott. Ich bin raus. So Freunde, wir fahren auf die erste Guide-Runde hier. Da vorne fährt unser Guide. Und pünktlich zum Start der Runde hat es natürlich angefangen zu regnen. Klare Sache. Hinter uns sind noch ein paar Leute, die jetzt die Kennenlernrunde hier mitfahren. Richtig schön. Also für alle, die das erste Mal jetzt hier am Flowtrail Siegen sind, die können ja einfach dann eine Runde geführt fahren. Und das finde ich einfach eine super Sache. Gerade eben am Erfahrungsfeld so ein paar Aufwärmspiele gemacht, so wie es sein soll. Nicht einfach kalt aufs Rad, sondern vorher ein paar kleine Spielchen. Ich habe übrigens das Radon Slide Trail. Davon bin ich glaube, vor 2 Jahren oder so schon mal das Vorgängermodell gefahren, und ich wollte gerne die E-Bikes für die anderen Leute lassen, weil das ja so ein E-Bike prädestinierter Ort ist hier, und mit dem Slidetrail kann man super selber bergauf pedalieren. Deswegen heute ich hier mit Biobike. Ja, wir pedalieren mal hoch, dann sehen wir uns gleich. Ja, ja, 9 zu 16 für Instagram. Ja. So, und jetzt einmal den Reifen auf Tino. So, wir starten in die erste Runde der Guiding Tour. Vorne die Anfänger voraus, hinten Schlusslicht. Einer bildet noch die Mitte vom Verein. Ich bin jetzt irgendwo, keine Ahnung. Es hat doch extra ein bisschen geregnet für uns, für den Grip. Zweiter Abschnitt. Übrigens, wir machen halt wirklich hier nur so eine Guiding Runde. Also geht es jetzt nicht darum, hier jetzt krass zu ballern, sondern es geht darum, den neuen hier den Trail ein bisschen zu zeigen.
So, Abschnitt 3, das ist ja hier der chillige mit Transferstück sozusagen. Also ganz locker, entspannt. Viel Tretpassagen. Eigentlich könnt ihr das wirklich auch so ein bisschen sehen als kleine Guiding-Tour hier durch den Flowtrail Siegen. Ich finde das mega, dass es bei den Events immer so Kennenlernrunden gibt. Das gibt es ja auch immer beim Opening jedes Jahr. Das wird nächstes Jahr zum Saisonstart sicherlich auch wieder sein. Und wenn ihr da Bock habt, mal vorbeizukommen, kommt ihr gerne mal rum. Merkt hier wirklich super agil das Rad. Das ist richtig schön, macht sie das hier mit den Kiddies. Man sieht, die sind auch wirklich neu auf dem Bike. Ah, da denke ich mir manchmal, doch, ich hätte besser eine Brille angezogen. So, jetzt kommt die Uphill-Passage. Jetzt haben wir hier die Uphill-Passage fast geschafft. Kommen wir gleich in den nächsten Abschnitt. Ja, ist halt kein Stress mehr mit E-Bike, ne? Element, was rot ist. Ich würde sagen, wir gucken uns das auch mal zusammen an. Ah, easy peasy. Und langsam filmen, genau. Jetzt sind wir schon fast ganz unten, Freunde. Das dauert nicht mehr lange. Hier teils wieder blau und rot. Oh, hier haben wir nasse Wurzeln, sehr gefährlich. Jetzt haben wir schon Abschnitt 7. Genau, und die rote ist halt mit ein paar Elementen. Da gibt es ein Holzelement, eine Brücke, wo man auch Drops üben kann. Danach kommt ein Table. So, hier ist anscheinend wieder der Table neu geshaped. Deswegen erstmal ganz entspannt den angucken jetzt. So. Boah, das ist mir immer gruselig, selbst mit Hasendraht, muss ich ehrlich sagen. Ja auch. Ich zeig den Jungs gerade noch die Steinbruch. So, wir fahren natürlich jetzt blau. Hier sieht man tatsächlich nicht so oft in Videos, weil natürlich immer alle Leute die Sprünge fahren. Aber die blaue Line ist tatsächlich eine schöne Strecke hier. So, wir sind am Ende schon, sind unten angekommen. Manu hat uns eine schöne Tour gemacht. Ich hoffe, ihr konntet so einen kleinen Einblick kriegen, wie das dann so abläuft, wenn man jetzt hier so eine Flowtrail-Siegen-Kennenlernrunde macht. Wir pedalieren jetzt zurück hoch und dann schauen wir mal, was noch heute geht. Ich habe ja gehört, es soll noch einen Rip-Off-Contest geben und den wollen wir uns natürlich nicht entgehen lassen. Ja, ich stampfe jetzt mit dem Slide Trail hier gemütlich hoch. Bin gespannt, da kommt eine steile Steigung, wie gut das klappt.
So Leute, wir sind jetzt hier beim Whip-Off-Contest. Hinter mir hat sich die Crowd schon versammelt und der Christian macht gerade hier die Ansage, wie es aussieht mit den Regeln und so weiter. Es gibt, glaube ich, erst einen Seeding Run, dann gibt es ein Finale. Da vorne steht die Jury und ja, ich freue mich sehr, bin sehr gespannt, was die Jungs hier zünden werden an dem Table. Ihr wisst ja, das ist der Table, der hoch rausschiebt. Leute, wir sind hier sozusagen in den letzten Zügen. Es wird hier jetzt abgebaut. Radon hat schon das Zelt fast komplett abgebaut. Die Tische sind schon weg. Viele Leute sind auch schon weg. Ein paar Leute essen und trinken noch ein bisschen was. Ich fand das Event trotz des nicht so ganz optimalen Wetter mega schön, wie immer. Ich bin einfach super gerne hier. Macht einfach immer Spaß. Sind super nette Leute hier vom Flowtrail Siegen, vom MTB Siegerland. Und ja. Leute, ich sag euch, haltet euch nächstes Jahr die Termine schon mal frei. Zum Opening natürlich hier am Flowtrail und natürlich auch zu den Radon Test Days. Ja, wenn ihr hier aus der Nähe seid, schaut mal beim Flowtrail Siegen vorbei. Wenn ihr Bock habt, Mitglied zu werden, dann könnt ihr das natürlich auch, den Verein ein bisschen supporten oder auch mal hier so ein T-Shirt einfach kaufen. Da freut sich die Kasse des Vereins und das ermöglicht dann, dass solche Trails und solche Projekte hier realisiert werden können. Hier wird auf jeden Fall noch viel passieren. Ich denke mal, da werde ich euch dann auf dem Laufenden halten, wenn es dann soweit ist. Ansonsten hoffe ich, der Tag hat euch gefallen. Mir hat es auf jeden Fall Bock gemacht. War mega schön hier Leute treffen, gute Zeit haben, Currywurst, Pommes essen. Und ja, für uns geht es jetzt heute Abend nach Österreich. Das bedeutet, da kommt wieder ein bisschen neue Videos. Und leider wahrscheinlich nicht so gutes Wetter. Heute haben wir uns schon auf den Regen eingestellt. Und dann wird es weitergehen in Österreich. Naja, lasst gerne ein Abo da, Leute. Wir sehen uns in den nächsten Videos. Lasst ein Abo da auch gerne hier beim MTB Siegerland auf Instagram. Radon Bikes, alle in der Beschreibung markiert. Und dann sehen wir uns in den nächsten Videos. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.